Mag jetzt noch Germany's Next Topmodel? Nein. diese andere Castingshow, die Boca Stars sucht Boca Ass Castingshow. Bist jetzt wohl der bekannteste Dealer? Jawohl! Ja. Gewonnen hast du es nicht, sonst würdest du heute spielen. So viel kann man schon mal sagen. Ich deale leider. Du dealst leider. Wie war denn für dich das? War das aufregend oder wie kann man sich das vorstellen? Also, es war 2 Tage Casting, es war ziemlich witzig, es war mehr Entertainment als Poker, aber es war cool. Die Rosi und ich hatten natürlich einen schweren Verdacht, weil Markus Feuerle mit in der Gruppe war als Maulwurf. Danke übrigens. Martin Bergi, und muss man dazu sagen, er hat nämlich das Satellite gewonnen und ein Ticket für heute. Kein Botox. Kein Botox. Ohne Botox. Noch nicht, also ich muss noch zum Keiner noch. Ja. wo sind wir stehen geblieben? Ah ja, dass du Markus Feuerle als Maulwurf nicht erkannt hast. Ich glaube dir es dir ja nicht, aber also, du klangst jetzt vorhin wirklich überzeugend, dass nein, es wirklich ist. Ich meine, ich habe ihn darauf angesprochen, im Bus habe ich ihn also kennengelernt. Habe ich ihn gefragt, ja, kann es sein, dass du eine EPT gespielt hast? Und er so, nein, ich spiele nur online. Ja, und dann war es komplett vergessen. Mhm. Also ich habe ihn wirklich nicht erkannt, sonst hätte ich sofort gesagt, ja, wo Markus ist. Wo bist du jetzt überall gewesen? Oder darfst du es gar nicht sagen, wo du überall gewesen bist? Also warst du ja sowieso nur 4 Wochen? Es war nicht in Österreich, aber Umgebung. Okay. wirst du die Show wahrscheinlich angesehen haben? Ja. Wie ging es dir dabei, dich selber im Fernsehen zu sehen? Nein, ich habe Angst gehabt, dass die mich halt so zusammenschneiden, dass ich halt da auch schon wieder extra Vollidiot. Mhm. Aber es gab ja nicht viele Szenen. Nur das Bewerbungsvideo und ein, 2 Interviews. Und wie, als du den selber im Fernsehen gesehen hattest, wie warst du? So, sag mal, oh, das bin ich oder stolz oder nein, oh mein Gott. Das war witzig. Also, wenn es wieder so eine Castingshow gibt, egal welche. Germany's Next Topmodel? Vielleicht, ja. DSDS? DSDS, ja, dann will ich. Ich meine, ich kann nicht singen, aber ich würde trotzdem hingehen und. Oder Bauer sucht Frau. Das wäre auch nicht schlecht. Das wäre auch nicht schlecht, Bauer sucht Frau. Das wäre auch nicht schlecht, ja. Okay, Marc, danke dir. Bitte. Und du hast jetzt wahrscheinlich Markus, gleich den. Wenn ich den Markus sehe, den gebe ich am Bad Beat. Ja? Den gebe ich am Bad Beat, Markus. Danke dir.